Oh, Alter, was geht ab, Leute, Junge? Ihr könnt leider nicht sehen, das spiegelt zu sehr. Das war ein Instagram-Post von Kai Pflaume, Alter. Der hat hier diese American Burger Bar promoted. Da haben wir auch schon mal gegessen, da haben wir Burger gegessen. Das war die große Wiedervereinigung, Reunion von TBT, wo ich Monster Reborn aktiviert habe und die Gruppe wieder ins Leben gerufen habe. Das war vor ein bisschen mehr als einem Jahr, nicht ganz eineinhalb Jahre. Und der Burger war krass, einer der besten. München technisch haben wir noch nicht die Lage gecheckt, was für krasse Burger es gibt, demnächst vielleicht mehr dazu. Und jeden Montag, ersten Montag im Monat, gibt es jetzt was Neues, Philly Cheese Steaks. Und dazu hat Kai Pflaume Werbung gemacht. Der hat auch letzte Zeit oft für Turkish Werbung gemacht, also schauen wir mal. Also das ist ein Original American Typ aus Amerika, dementsprechend waren die Burger auch extra saftig und ich denke, das Philly Cheese Steak wird auch extra saftig. Zufällig gibt es dann auch noch einen anderen Laden, der macht immer letzter Freitag im Monat beim Schwabinger Tor. Den können wir diesen Monat dann auch abchecken, also erster Montag im Monat und letzter Freitag im Monat. Sehr poetisch, dieses Zusammenspiel. Also der Laden, ziemlich gut besucht. Dementsprechend kann man da auch wenig vor Ort filmen und weil Musik läuft. Aber ich bin gespannt. Scheint zu laufen. So, da haben wir's. Also noch nicht, er ist noch eingepackt. Pommes sind okay. Muss mir einen ruhigen Platz suchen. Schon echt sehr viel los. Wartezeit auch. Ordentlich. Aber hoffentlich lohnt es sich. Weiß nicht, wieso das extra kommt, aber okay. Boah, ist der heiß, Digga. Heftig heiß der ist. Boah, Alter, ist der heiß. Mein Gott. Look at this. Yo, look at this. Digga, der ist so heiß, Mann. Manche würden sagen, die würden mehr Käse erwarten für den Cheese Steak, aber ich habe reingeschaut, da ist genug Käse. Es muss nicht mit Käse überfließen. Wir haben letztens erst darüber geredet, dass Five Guys den Jungs der Burger nicht schmeckt, dass Brot so schlapprig ist. Und hat die gesagt, ihm taugt schon, weil es halt so American Style, anders als bei uns. Und das hier ist halt genauso, so richtig schlabbrig. Aber ist geil. Das ist echt geil. Und wie heiß der noch ist, man. Krank. Yo, komm gerade vom Einkaufen. Eigentlich wollte ich ein Paket abholen, aber die hatten Mittagspause. Bin nach Hause gekommen, also auf dem Weg nach Hause vom guten Philly Cheesesteak. Ich meine, das war extrem gut. Also ich hatte erst zwei in meinem Leben und der war der beste. Aber ich weiß nicht, es ist halt nichts, was ich, wonach ich sehne, wo ich sagen würde, boah, da müssen wir unbedingt hin. Boah, der war so krank. Aber der war extrem lecker, der war sehr gut. Die Burger dort sind sehr gut, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, auf jeden Fall hatten die Mittagspause bei der Poststelle, warum auch immer mein Paket genau an der Poststelle abgegeben wurde. Weil normalerweise wird es entweder beim Nachbarn abgegeben, was halt normal ist, was halt auch das Beste ist, oder an der Station hier direkt die Straße runter. Das war irgendwo Olympiapark. Muss ich ja später nochmal hin. Aber erstmal ein paar Sachen erledigen. Ja, Einkauf mache ich gerade. Kuss geht aus an Chongs magischen Rewe-Korb. Der ist echt der Beste. Pfand abgegeben,
direkt neue Sachen reingetan für den Einkauf. Beste! Kopfhörer irgendwo hier beim Laden. Gerade das Gespräch gehabt mit dem Kollegen, meinem Technikmann, alles eingerichtet. Ich habe eine Sache vergessen zu kaufen, also das sollte ich zweimal kaufen, dieses Kabel. Das für den Adapter hier, den Sensor. Weil zwei Kopfhörer werden immer mit einem gepaart. Die haben wir jetzt separat gepaart. Und wenn ich hier noch einen anstecke auf den, dann habe ich alle zwei aktiv. Dann kann ich alle vier Kopfhörer immer haben und dann können wir Reactions machen. Hat alles funktioniert, über die Kopfhörer hört man alles und ja. Ohne ihn wäre ich aufgeschmissen. Krass, wie Leute das einfach so alleine hinbekommen. Ich habe echt kein Problem, ein bisschen Geld zu zahlen, damit der mir alles raussucht, alles einrichtet, mir hilft. Wie ist das? Und mein Gott, alleine wäre richtig leid gewesen. Ich muss jetzt auch schnell los zur Post. Die hat nur bis 18.30 Uhr offen. Mein Paket holen. Die Garderobe ist da! Yo, abschließende Worte. Vergesst das irgendwie immer am Abend und dann mache ich es am nächsten Morgen. Was haben wir gestern gemacht? Ach so, von Kai Pflaume, was er gehypt hat, geworben hat. American Burger Bar. Ja, Philly Cheesesteak war saftig. War solide, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, wir kennen den Laden, die machen sehr gute Burger. Möglicherweise die beste in München. Haben wir noch nicht genug Referenzmaterial, um sagen zu können, okay, das ist der beste. Müssen wir noch ein paar andere Orte testen, aber an sich ist der krass. Kai Pflaume ist krass, der macht Werbung dafür. Sogar unbezahlte Kooperation stand da bei seinem Hashtag. Also interessant, wie die sich da kennen. Auf jeden Fall, Cake hat ein Gewinnspiel. Ich habe mir überlegt, das fett in den Titel zu schreiben, aber ich glaube, ich werde das einfach nur ab jetzt in jedem Video erwähnen, bis das Gewinnspiel zu Ende ist. Und zwar ist es das zweijährige Jubiläum von Cake. Wir sind seit einem Jahr dabei. Seit einem Jahr gibt es auch alles so Bitcoin Landing und sowas und dann vor einem Jahr kam DeFi raus und davor gab es auch schon Cake, aber da hatten die noch kein BTC, Ethereum und sowas angeboten, nur Dash und noch irgendwas mit Z, glaube ich, das gibt es mittlerweile gar nicht mehr dort. Ja, auf jeden Fall zweijähriges Jubiläum und die bieten an als Hauptgewinn, so sieht das aus, zweiter Geburtstagsgewinnspiel und wartet, achso, da seht ihr es schon. $20.000 in DeFi für den ersten. Der zweite kriegt sogar auch noch was. Es kriegen sogar ganz viele was. Moment. Der zweite kriegt 5.000 in DeFi. Dritter 1.000. Und dann vierter, fünfter 500. Und dann 6 bis 10 sogar noch $100 in DeFi. Und vergesst nicht, die DeFi können natürlich auch weiterhin steigen. Dementsprechend pack mal den Link zum Gewinnspiel unten in die Beschreibung. Bringt mir persönlich jetzt nichts, ist sogar schlecht eigentlich, wenn ich dafür werbe, weil je mehr da mitmachen, desto geringer ist dann meine Chance zu gewinnen, aber hey, wäre doch geil, wenn irgendeiner von unserer Community gewinnt, dann postet er das so auf Insta oder so, verlinkt mich, hey Jung, danke, dank dir habe ich $20.000 gewonnen, was halt für manche halt echt das Leben verändern könnte, insbesondere wenn er das in Cake und DeFi und sowas hat und da Rendite macht und es in ein paar Jahren dann um ein Vielfaches wert sein wird. Die einzige Möglichkeit, dass ich davon profitiere, wäre, wenn der von euch, der gewinnt, sich über meinen Link angemeldet hatte damals, sein Kick-Account, und ich dann den Referral-Programm-Bonus von 1% jährlich von euch bekomme. Also wenn ihr das gewinnt und dann das auf Cake laufen lassen würdet und ihr hättet euch damals bei mir angemeldet über meinen Link, na, dann wäre es saftig für mich. Aber ansonsten, die Chance ist natürlich gering, aber man weiß nie. Vielleicht irgendwann, irgendwo hat irgendeiner mal Glück und es ist seine Zeit gekommen. Mehr als probieren schadet ja nicht. Das war's von mir, Leute. Gebt gerne Bescheid, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Ansonsten natürlich wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram und Twitch jeden Freitag. Ansonsten fleißig in Bitcoin und DeFi investieren, Cashflow generieren. See you as business und ciao.